So, Dala, mit reichlich Verspätung starten wir in unseren dritten Captain Toad Treasure Tracker Stream. Mit der Suche nach dem Riesenvogel. Ein neues Kapitel. Ich versuche immer so die Streams nach einem abgeschlossenen Kapitel zu beenden. Kann nicht versprechen, dass es immer funktionieren wird, aber gucken wir mal. Man hat auch nur... Ne, warte mal, wo sind denn die Level? Ach so, ah, da gibt's ein Intro. Ah, ja, genau, stimmt. Ja, dann schauen wir uns das natürlich erstmal an. Voll geil, oder? Voll süß, Mann. Und da ist der Vogel, den wir suchen. Wingo. Da ärgert er sich ein bisschen, weil das Viech vorbeifliegt und naja, wir haben es halt einfach überhaupt nicht erwartet. Vielleicht hätten wir es machen können, irgendwie die Aufmerksamkeit auf uns lenken können oder so, aber nein. Vorerst ist er entkommen. Und was macht Captain Toad? Der geht erstmal an den Strand. Ist klar, ne? Da-da-da-da. Dementron, 1 Euro, what's popping? Schreibt er. Und... Jenny donated 5 Euro. Hey Domi, ich bin dieses Jahr wohl leider nicht auf der Gamescom. Kann man dich auch irgendwie anders treffen? Unter Umständen vielleicht in der Schweiz. Auf der Zürich Game Show, aber das steht noch nicht fest. Ansonsten ist nichts geplant, nein. Für Deutschland ist halt die Gamescom nun mal der größte Treff. Was anderes lohnt sich halt fast gar nicht, weil eh jeder zur Gamescom geht. So, und ich glaube, diese Nintendo-Autogrammstunden sind auch irgendwie tot, ich weiß nicht. Zumindest kam schon lange keine Anfrage mehr. Zuletzt war das ja bei Pokémon Sonne und Mond war es, ne? Ja, doch, Pokémon Sonne und Mond. Naja, mal schauen. So, was könnte hier die Bonusmission sein? Hä? Wieso ist die Kriechpiranha gestorben? Ach so, der Typ hat sie umgebracht. Voll sozial von dir, danke, Mann. Ist ja übelst witzig. So, ich hoffe, die Mission ist nicht, sammeln eine bestimmte Anzahl an Münzen, weil ich habe gerade gesehen, dass wir so ein Knospenteil, wo es ziemlich viele Münzen gibt, leider versaut haben. Weil ich währenddessen zum Maulwurf gerannt bin. Weil das konnte ich ja nicht wissen, oder? So, jetzt aufgepasst. Okay. Wir haben noch immer keinen einzigen Gegentreffer gekriegt. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber ich habe keinen Bock drauf. Hier sind noch mehr Coins. Ist das Boot eigentlich irgendwie wichtig? Gibt's da was? Also da sind zumindest keine versteckten Münzen oder so. Ah, noch so ein Maulwurf. Der könnte mir theoretisch auch helfen, da drüben den Gegner zu besiegen. Also die Kriechpiranha, aber muss nicht sein. Wobei, warte mal, was ist denn mit dem letzten Kristall? Wo zur Hölle ist denn der? Hä? Ich meine, wir sind jetzt durch mit dem Level. Wo ist denn der? Ach. Ah, schau mal. Warte, ich zoome mal ran. Das Zoomen wird, glaube ich, auch immer wichtiger jetzt. Gerade bei so engen Stellen wie diesen hier. Oh, es könnte doch eine Münzmission sein. So viele Coins, wie hier am Ende noch warten. Wie viel habe ich? 66. Oh, ich hoffe, das reicht, ne? Andernfalls ärgere ich mich in Grund und Boden. Aber ich sehe jetzt schon, dass es eine Münzmission sein wird. Ja, natürlich. 70 wollen sie haben. Ach komm! Das ist doch doof! Nur wegen dieser einen Pflanze, oder? Ach, scheiße. LP Sassi 96, donatet 3 Euro und schreibt, du hast schon bald die 1 Million geknackt. Ja, sieht so aus. Und Apokalypse LP ist VIP-Abo geworden. Dann der Mike Plays Tendo, 3 Euro, kennt dich schon seit 2013, finde ich immer super und freue mich über alle Videos und Streams.
von dir. Mach weiter so. Ich versuch's. Aber die Spiele bringen mich mit Sicherheit irgendwann um. Irgendwann platzt eine Ader. Die letzten Mario Party Parts kann ich euch auch allen nur ans Herz legen. Es gab wirklich legendäre Rages. In einer Folge, das kann ich schon mal verraten, habe ich sogar vor Wut den Raum verlassen. Julia hat sich, glaube ich, eine halbe Stunde totgelacht. Dann musste ich irgendwann wiederkommen und es wurde alles schlimmer. Gönnt es euch. So, jetzt 70 Münzen. Es lag halt wirklich nur an dieser scheiß Pflanze da oben. Oder ich habe irgendwo unsichtbare Münzen übersehen, ich weiß es nicht. Glaube aber eher nein. Wann wirst du nochmal Wind Waker spielen? Keine Ahnung, also momentan bin ich voll bis zum Umfallen. Viel zu viele Projekte. Also, jetzt geht nichts. Wenn irgendwann mal wieder eine Phase kommen sollte, wo ich nicht weiß, was ich spielen soll, dann könnte ich es mir vorstellen. Aber momentan ist das nicht der Fall. Da können wir uns eigentlich kaum vor Spielen retten. So. Achtundfünfzig, reicht das? Ich will's hoffen. Ah, verdammt, vielleicht hätte man auch die Kriechpiranhas besiegen müssen, zwingenderweise. Weil das reicht doch schon wieder nicht. Oh, doch. Ach, dann sind es genau 70 Münzen in dem Level. Wie fies. Dann darfst du ja keine einzige vergessen. Oh, ist das eklig. Christopher Treichel, 2,29 €. Dank euch, Viewer, macht Domi viele YouTube-Videos. Danke. Ja, das stimmt. Und ihr beeinflusst ja auch immer, was kommt. Also, ich glaube, das haben viele noch gar nicht so richtig realisiert, aber der Upload-Plan richtet sich immer nach dem, was halt am besten ankommt, ist ja klar. Dementsprechend wird er gestaltet. Außer es ist zu viel am Laufen, wie derzeit. Dann schaue ich, dass ich möglichst schnell einfach irgendwas beende, damit mehr Platz entsteht. Weil es halt ist sehr doof, immer auf neue Parts warten zu müssen, aber es lässt sich halt manchmal nicht vermeiden. Deswegen glaube ich, werde ich jetzt doch die Streams erstmal auf einmal pro Tag reduzieren. Erstmal die anderen Projekte beenden. Das ist, glaube ich, klüger. So, Pixel Toad dürfen wir nicht vergessen. Was ist in deinem PC eingebaut? Du, das kann ich dir so aus dem Stegreif gar nicht sagen. Aber auf jeden Fall heißer Scheiß. Ich habe ja auch zwei PCs. Und die sind eigentlich beide overpowered. Da musst du einen Nerd overfragen, der weiß es besser. Also in dem aktuellen Jahr habe ich halt den neuesten AMD Ryzen. Dann, was haben wir drin? GTX Titan X, glaube ich, ist hier drin. Zweimal, oder? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ich will nichts Falsches labern. Aber auf jeden Fall heftiger Scheiß. So, das musst du mich fragen, wenn ich nicht gerade aufnehme. Weil dann kann ich nachschauen, aber aus dem Stegreif weiß ich das nicht. Ich komme auch durcheinander bei den beiden PCs. Vor allem, weil wir auch Sachen getauscht haben. Und ich weiß gar nicht mehr, was in den einzelnen Dingern drin ist. Wenn ihr mir helfen wollt, dürft ihr mir sagen, wo der Toad ist, weil ich habe keinen Bock, jetzt hier zu suchen. Der ist doch eh bei den Pflanzen irgendwo, oder? Oh, keine Ahnung, ey. Ich höre ihn halt noch nicht mal. Das macht mich so ein bisschen stutzig. Palme bei dem Boot. Lol. Eigentlich easy. Aber ich habe die Kamera so wild gedreht, dass ich wahrscheinlich nicht gesehen habe. Oder ich hatte Pech mit dem Winkel. Na dann, Dankeschön. So, Sommerferien im Aquarium. Also der Toad lässt sich gerade schon ganz schön gut gehen. Da bin ich durchaus neidisch auf ihn. Weil ich habe überlegt, ob ich nach Italien gehe, aber es wird wahrscheinlich wieder nix. So, dann Yoshi Star 3, 1 Euro. Hallo Nintendo, steht das LP zu Paper Mario 2 Reloaded noch? Und wann folgt der 14. Part Mario Tennis Aces? Mario Tennis Aces wird nicht mehr kommen. Ich habe
den Online-Modus aufgenommen und nach 10 Minuten geragequittet. Das kann ich mir nicht antun. Da sind nur noch absolute Freaks online. Ich habe gegen einen Buhu gespielt. Der hat mich zur Weißglut getrieben. Weil mit dem Buhu kann man irgendwie so einen ganz ekligen Slice spielen. Das ist eine ultrascharfe Kurve. Da kommst du nicht dran. Und der Gegner macht vor allem nichts anderes. Er macht nur diesen Move, weil er genau weiß, dass er OP ist. Dann noch gegen einen Waluigi gespielt. Der ist auch eklig. Ne. Das kann ich mir nicht antun. Boah, da war ich so salty. Sorry. Aber, kein Bock. Echt kein Bock. Ich bin ja eh schon nur so mittelgut, ja, und wenn ich dann da zerstückelt werde, habe ich wirklich kein Interesse daran. Und ein Part mit Julie war sowieso nie geplant. Wobei man das vielleicht noch machen könnte. Weiß ich nicht. Muss ich mir überlegen, weiß ich nicht. Aber wenn, dann nur ohne die Features. Also realistisches Tennis. Ohne Stern und so. Weil sie spielt das Spiel nicht. Es wäre ja total unfair, wenn ich eingespielt bin und sie nicht. Macht keinen Sinn. Also wenn, dann der Real-Modus. Und zur anderen Frage, Paper Mario, natürlich kommt das Reloaded, aber ich weiß nicht, ob dieses Jahr. Weiß ich nicht. Was ist da los? Ach so. Ah, gut. Für Paper Mario gilt genau dasselbe wie für Wind Waker. Irgendwann, wenn Platz da ist und nichts anderes ansteht. Haben wir die Röhre schon benutzt? Ja. Wie komme ich denn darauf eigentlich? Achso, man muss von oben runterspringen. Jetzt sehe ich es auch, okay. Wann gibt's mal wieder Videos mit Caleb, schreibt Nintendo Master. Er studiert. Also leider hat er kaum Zeit. Und naja, unser Content hat sich auch verändert. Es ist einfach nicht mehr wie vor etlichen Jahren. Das bietet sich einfach nicht mehr an. Und wenn überhaupt, dann denke ich nur in einem Pokémon-Part. Weil es da noch am sinnvollsten ist. Also wir verstehen uns nach wie vor gut, ne? Nicht falsch verstehen, aber auf YouTube haben wir halt nichts mehr miteinander zu tun, so. Privat, ja, aber der Content beider Kanäle hat sich verändert und er hat halt keine Zeit, weil er studieren muss. Und ich habe auch keine Zeit, weil ich den ganzen Tag arbeite quasi. Ist halt einfach so. Ah, und jetzt geht's hier zum Ziel. Okay. Ja, wir dürften auch alles haben, aber was die Bonusmission hier ist... Okay, ey. Schon wieder Münzen, oder was? Ja, aber dann hoffentlich nicht 80. Hoffentlich nicht 80, ne? Danke für deine tollen Let's Plays. Schreibt vorhin noch Fenare mit 10 Euro Donation. Danke fürs Ansehen. Was? Geheimer Goldpilz? Ah, ja. Ich glaube, ich kann mich so ganz... dumpf daran erinnern. Das war so ein ganz ekliger, oder? Deswegen steht da auch geheimer Goldpilz. Der war, glaube ich, irgendwo im Sand. Wisst ihr das noch? Wie fandest du das How to Be von Seo? Super cooles Video. Ich habe tatsächlich ziemlich oft gelacht. Sehr schön geworden. Wie sieht's denn mit dem Sommerloch bei dir aus? Ja, ich habe keins. Weil gerade so viel ansteht. Aber ich merke es an den Zuschauerzahlen, dass jetzt alle im Urlaub sind. Die letzten Tage waren nicht ganz so geil. Gerade für Mario Party in Detroit. Aber ich muss es halt trotzdem zu Ende bringen, ne? Boah, wo ist denn dieser Goldpilz? Ich weiß noch genau, dass er irgendwo im Sand ist. Oder muss man dafür erstmal irgendwas tun? Vielleicht eine der Kisten wegschaffen? Ah, das kann sein, ja. Unter der rechteckigen... Ah, ja, unter der rechteckigen Kiste. Wie eklig ist das denn? Da kommt doch niemand drauf. Oder gibt es da irgendwie einen Hinweis drauf? Mir ist nichts aufgefallen. Och, der Hell. Ist ja total gemein. Also hier, ne? Ja, die ist rechteckig. Da ist aber nichts. Man sieht ihn noch nicht mal. Man muss einfach nur A drücken. Alles klar. Das ist ja total unfair. Wie findet man sowas raus?
Wahnsinn, Alter. 10,90 € kam von Alex Eigner. Ich vermisse Zelda halt so stark, dass ich dein sehr langes LP ernsthaft in meinem Krankenstand durchgeschaut habe. Breath of the Wild, meine ich. Bin seit Party 10 dabei. Krankenstand? Was ist los mit dir? Ich hoffe, nichts Ernstes. Ansonsten, oder so, gute Besserung. Was auch immer es ist. Und, naja, Zelda hatten wir halt erst vor kurzem, weißt du? Mit, wie heißt es noch gleich? Oracle of Seasons. Genau. Vielleicht kommt Anfang nächsten Jahres dann schon Ages. Aber sonst warte ich halt auf das Skyward Sword Reloaded. Ich bin mir wirklich todsicher, dass das bald kommt. Warten wir mal ab, was Nintendo noch für Überraschungen parat hat. Da soll es ja für 2018 noch was geben. Also, warten wir mal ab. Sehr tolles Versteck. Ja, ich fand's unfair, weil du siehst da wirklich gar nichts bei dem Goldpilz. Ein Goldpilz im Sand. Man findet es durch Google raus. Ja. Toll. Katrin Lübcke wurde VIP-Abo. Sehr schön. Nice. Bitte mach mal ein Video, wo Juli das letzte Level in Super Mario 3D World ohne Tanuki zockt. Ja, genau. Danach wird sie mich mit einem Messer erstechen. Das kann ich nicht machen. So, wo ist der jetzt? Der ist doch auch unter einer Kiste, oder? Ja, ich höre ihn doch schon. Wo bist du? Ey, wenn der jetzt auch unter der Kiste ist, ne? Aber der muss da in der Nähe sein, weil es ist zu hören. Oder hier in dem Gras? Boah, die Pixeltoads, ne? Nee, der ist auch wieder darunter. Ey, ist das lächerlich. Der Goldpilz und der Toad? Ernsthaft? Oder da oben. Aber auf jeden Fall hier in diesem Bereich. Machen wir das mal alles kaputt hier. Bam, 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 bam. Da ist er nicht. Oder die Palme? Nee. Ne, ich schau mal noch nicht im Chat. Ich warte noch kurz. Hier, Palme, irgendwas. Okay, gucken wir mal unter der Kiste. Und? Ja, also, okay. Er ist nicht unter der Kiste, aber an der Kiste. Das heißt, man muss sie wieder lösen. Wie beim Goldpilz, um ihn zu finden. Ja. Gabriel Link donatet 1 Euro. Hey Domi, könntest du dir vorstellen, mal Tales of Monkey Island zu streamen? Das kann ich nicht mal spielen, sorry. Ich selber finde es ein Hammer Game und kann es nur empfehlen. Das kann sein, aber ich habe leider noch nie was davon gehört. Ich kenne Monkey Island, aber Tales of... Ja gut, ist wahrscheinlich auch irgendwas von dem Franchise. Habe ich aber keinen Bezug mit, leider. Noch nie gespielt. Rübenballerei in der Wildnis ist unser nächster Stop. Jetzt wird's also nicht mehr so chillig für Toad. Guckst du Spiel um Platz 3? Ja, nee, ich glaube, es läuft ja sogar gerade, oder? Ich finde bei der WM Spiel um Platz 3 einfach unnötig. Da haben die meisten Zuschauer und auch die Spieler überhaupt keinen Bock drauf. Ist doch auch nachvollziehbar. Hallo, du bist im Halbfinale der Weltmeisterschaft rausgeflogen. Meinst du, du kannst dich da noch motivieren für so ein blödes Spiel um Platz 3? Also wäre ich Spieler, ich könnte das nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei allem, egal was passiert im Fußball, würde ich mir immer den Arsch aufreißen, aber da wäre ich einfach nur so depri. Nee, könnte ich nicht. Aber steht wohl 1-0 für Belgien. Okay. Warum sind hier so viele, Rüben? Ich kann doch mit denen hier überhaupt gar nichts anfangen. Voll strange. Der Linkman donatet 1 Euro. Danke für 6 tolle Jahre mit dir. Ja, kann ich nur zurückgeben, auf jeden Fall. Oder für die meisten, ja sogar schon 8. 8,5, wenn man so will. So lange tue ich mir das schon an hier.
Aber wirklich, dieses Jahr ist sehr schwer, muss ich euch sagen. Werde ich im Silvester-Video natürlich noch genauer sein, aber dieses Jahr auf YouTube macht nur bedingt Spaß. Hat sich so vieles verschlechtert. Ja. Ah, fuck, mein erster Gegentreffer. Cool. Ja, mach sie alle kalt. Was ist das da oben? Das ist ein Block. Ah, ein One-Up. Komm mal her. Braucht erstmal 5 Stunden zum Landen. Und 2 weitere, bis es bei mir landet. So, jetzt. Okay, Bonusmission ist doch bestimmt Killer alle einfach. Bam, mach ich. Zack. Hier, stirb. Stirb. Du auch. Und den Weg machen wir uns noch frei. Easy. Oh, oder Geld. Warte mal. Okay. Cash gegönnt. Wunderbar. Was ist mit Nintendo News passiert? Keine Zeit mehr. Und es war jetzt auch nicht so sonderlich erfolgreich, dass es sich halt gerechtfertigt hätte. Ja, ihr müsst wissen, ich habe an einer Nintendo News Folge locker 5 Stunden gearbeitet. Was? Das macht mich depri, dass du sagst, dass es nur bedingt Spaß macht, Domi. Ja, also das Zocken an sich und das Hochladen ist natürlich nach wie vor geil, auch wenn es natürlich Tage gibt, wo es mich auch abfuckt, wenn irgendwas schiefläuft oder so, ja, ist ja ganz normal. Was? Nur eine Rüben... Hä? Nur ein Rübenschuss? Ach so, oh, um den Weg zum Ziel frei zu machen, ernsthaft? Aber das Drumherum ist so schrecklich geworden. Mit Demonetarisierung und... Es ist einfach jeden Tag irgendwas. Du merkst einfach, die verändern jeden Tag was in der scheiß Website. Was einfach nur schadet. Videos landen nicht richtig in den Abo-Boxen. Benachrichtigungen funktionieren nicht. Da hast du dann einfach keinen Bock mehr. Oder jetzt auch vor 2 Tagen hatte ich ja das Problem, dass... Jetzt kommen wir mal hier erstmal so. Dass bei Splatoon locker so fast 24 Stunden lang nur 360p verfügbar waren. Und bei Detroit fehlten 1440 und 4K. Gut, das ist nicht so schlimm, aber bei Splatoon 360 ist halt... Alter, was geht ab? So, jetzt noch Pixel Toad. Wo ist der denn? Was ist dein Lieblings-Mario-Spiel? Paper Mario 2. Ich höre ein Geräusch, aber ich bin nicht sicher, ob es der Pixel-Toad ist. Ich glaube, ich gucke erstmal auf der anderen Seite nach. Bist du hier? Na, wohl eher nicht, weil man kann die Kamera nicht richtig bewegen. Und ich höre ihn auch nicht. Nee. Okay. Dann suchen wir halt wieder auf der Seite. Also ich höre ein seltsames Geräusch, aber das hört sich nicht so an wie ein Pixel-Toad. Was ist denn das? Ich glaube, ich hau erstmal alles kaputt hier. Oh. Ich gehe gleich nochmal auf die VIP-Abos und so. Ach, da ist er ja! Lol, man kann es so nicht aktivieren. Alles klar. Bam. Okay. So, Paolo Nico Cebus wurde VIP-Abo. Und Mike Plays Tendo fragt, wie findest du das, Domi? Von 2010 bis 2014 hat es gedauert mit Donkey Kong Country Tropical Freeze. 2014 bis 2018 wurde es nur geportet. Retro hätte locker was Neues machen können. Retro hat gerüchterweise Probleme. Also die IPs, an denen sie arbeiten, sollen Probleme machen.
Neues Kapitel. Gib nicht auf, Captain Toad. Wir machen mal weiter. Hier beende ich den Stream noch nicht. Und es gab zuletzt sogar ganz, ganz heftige Gerüchte, dass das Studio geschlossen wird. Oder zumindest, dass die Mitarbeiter das so wollen. Weil auf so einer Online-Bewertungsseite, wo Mitarbeiter quasi ihren Arbeitgeber bewerten, da sollen sehr, sehr schlechte Wertungen von 2, 3 Leuten oder so gekommen sein. Ja, und wenn das stimmt, dann ist da wohl ein Problem im Managementbereich. Also Fakt ist, irgendwas stimmt definitiv nicht bei den Retro-Studios. Es kamen jetzt seit 4 Jahren keine Spiele mehr, auch keine Trailer, nichts. Und ja, seit locker 3 Jahren oder sogar auch schon 4. Heißt es ja, sie arbeiten an einer neuen IP und die sollte auch irgendwie schon 500 Mal vorgestellt werden, aber passiert halt einfach nicht. Entweder Probleme bei der Entwicklung oder anderweitig Probleme, aber auf jeden Fall stimmt irgendwas nicht. Ich mache mir große Sorgen tatsächlich, weil Retro ist einfach das beste Studio, was Nintendo hat. Das kann doch nicht wahr sein. Die müssen sich da jetzt langsam mal drum kümmern, was auch immer das Problem ist. Kotzt mich total an. Stellt euch mal vor, nur weil da irgendwelche Anzugträger nur Scheiße bauen, wird das Studio geschlossen, Alter. Da flipp ich aus. Aber kann sein. Ja, aber solange wir nicht sicher wissen, ruhig bleiben. Gerüchte gibt's immer. Stimmen ja nicht immer. Es ist auch häufig einfach nur Bullshit im Umlauf. Was? Ich habe die vorherigen beiden Kristalle übersehen. Oh, ja gut. Lol. Und wo ist der erste? Da war ich doch noch gar nicht, oder? Da habe ich mich jetzt so sehr verquatscht, dass ich ernsthaft alle Kristalle übersehen habe. Sieht fast so aus. Komme ich dann nochmal hin irgendwie? Ah ja, doch. Nee, warte mal, da war ich eben doch noch nicht, weil da geht es ja zum Ziel. Keine Ahnung. Jedenfalls ist hier noch einer. Da, 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 da. Kommt mal hoch. Ich kill euch. Oh, shit! Daneben! No! Hierher. Hey! Ich hab was mit euch zu klären. Na, dann machen wir es halt so. Keine Diskussion. Warte mal, ich schau gleich nochmal. Was ihr so gepostet habt. Wir sind jetzt eh durch mit dem Level. War easy. Aber chillig so. Ne? So ein schönes Cowboy-Flair. Moment, waren wir bei dem schon? Bei dem Dude? Nee, bei dem war ich doch noch nicht. Der hat bestimmt einen Goldpilz oder sowas für mich. Hä? Aber ich habe das Gefühl, ich habe da was verkackt. Weil man kommt dann nicht mehr hin. Ach, shit. Mann, ey. Bellon Cake hat 1 Euro donated. Bitte Super Mario 3D World für Switch. Nein, bitte nicht. Damit die Wii U wenigstens einen Exklusivtitel noch hat. Florian Crow wurde VIP-Abo. Und Paolo Nico Cebos ebenfalls. Wobei, ich glaube, den habe ich schon vorgelesen. Louis Shirasagi SG. Ab dem neuen Xenoblade Chronicles 2 DLC wird 1K... Achso, 1000 plus Stunden. Ist der DLC schon draußen eigentlich? Weiß ich gar nicht. Und Craftminer 73, 5 Euro. Hi Domi, wann ist dein nächstes Mal Party LP geplant? Danke für die vielen Witz von dir, muss ich als treuer Zuschauer einfach mal sagen. Danke erstmal. Und das nächste Mal Party LP ist Super Mario Party zum Release. So, und wir haben uns tatsächlich den Wonderpilz irgendwie verbaut. Man muss sich den holen, bevor man die ganzen Schalter zieht, weil sonst kommst du nicht mehr ran. Ja, kletter doch, Junge! So ein Pfosten. Idiot. Oh, ich sehe aber gerade, ich habe es richtig billig verpasst. Ich darf nicht zu viel labern, weil dann kann ich mich irgendwie nicht mehr auf so Secrets und so konzentrieren. Aber da kommt man doch rein, oder nicht? Oh mein Gott. Das ist so richtig lächerlich. Wie kann man das denn verpassen?
Das ist wirklich lame. Ja und nee. Und jetzt? Wie geht's weiter? Oder ist da noch ein Seitenausgang? Ach so, ja gut. Schnell zum Ziel. Und sorry, den Wonderpilz hätte ich auf jeden Fall holen müssen. Das ist richtig lächerlich. Ist da ein Pilz eigentlich? Okay. Dann wären wir wenigstens wieder groß. Aber hey, dann sehen wir dieses schöne Western-Level wenigstens zweimal. Oder dreimal, weil der Pixel-Toad kommt ja auch noch. Und irgendwie kann man nicht nach oben klettern, wenn man seitlich... Also wenn die Kamera seitlich ausgerichtet ist und man will klettern. Das geht dann irgendwie nicht. Keine Ahnung. Hier, jetzt schon wieder. Der stockt da voll. Also man muss die Kamera mitdrehen, sonst geht das nicht. Ist ja voll doof. Wusstest du, dass das Newer-Team Newer Super Mario Bros. U abgebrochen hat? Ja. Ist traurig, aber kann man nichts machen. Axel Schweiß hat 25 Euro donatet und die Kosten übernommen. Einfach mal als Dankeschön für unzählige Stunden, die du für uns schon in Videos investiert hast. PS, kannst du schon einen kleinen Hinweis zum 1 Million Special geben? Das steht total auf der Kippe. Ich weiß nicht, ob ich es machen kann. Deswegen halte ich mich da bedeckt, weil wenn ich irgendwas dazu... Ah, ich sehe ihn schon. Wenn ich dazu irgendwas sage und dann kommt es nicht, werde ich zerstört. Deswegen, sorry, ich werde dazu nichts sagen. Ich hoffe natürlich, dass ich es machen kann, weil ich habe schon was geplant, aber ja, ist halt nicht sicher, weil es auch nicht nur auf mich ankommt, deshalb. Level 15, Sprint über die Bröckelstraße. Man muss aber auch sagen, dass Abonnenten-Specials halt generell ausgestorben sind, also ich kenne eigentlich niemanden mehr, der das macht. Trotzdem bin ich der Meinung, ja, zu 1 Million kannst du schon bringen, aber wie gesagt, es ist nicht allein in meiner Hand. Jetzt glaube ich, wird es zum ersten Mal richtig brenzlig. Weil ein falscher Schritt und du bist tot. So, und ich weiß jetzt schon, dass es eine Münzmission ist, deswegen nehme ich alles mit. Oder besiege alle Gegner. Nee, das kann nicht sein. Nee. Oder? Mal gucken. Gibt's jetzt den ersten Tod? Ich bin in Streams auf jeden Fall immer unkonzentrierter. Hat man bestimmt gemerkt. Also kann es durchaus passieren. Das ist ja doof hier. Ah! Hat man da wenig Platz, ey. Das ist wie in der S-Bahn. Was geht denn jetzt ab? Wäre es nicht klüger, eine so eine Rübe mitzunehmen? Ach, der wirft die automatisch auf den Rennknopf. Ist das dein Ernst? Toad, du Idiot. Wobei, wenn man gedrückt hält, geht's. Nein! Achso, man bekommt hier neue. Das machen wir jetzt ganz klug. So. Oh mein Gott, nein. Wehe, wenn ich da sterbe. Alter, wehe, wenn ich da sterbe. Ja, das, was hier abgeht, ist egal. Boah. Sind hier noch unsichtbare Münzen oder so? Nein. 101 Coins. Komm. Geschafft und Bonusaufgabe, bitte. S-Bahn ist schlimmer. Meistens, ja. Was? Kein Paar-Pünktchen besiegt? Da mache ich es extra, weil ich denke, die wollen das. Das ist schon unfair. Das gibt einen Strafzettel. Oh, und ich sammle sogar noch alle Münzen ein. Und kriegt nur einen Mittelfinger von Nintendo. Ich sehe Miyamotos Face schon vor mir. So. Ja.
Nintendo hasst schon manchmal ihre Spieler, ne? Na gut, wenigstens ist es nicht so hart. Renn! Usain Toad, renn! War aber nicht zu schnell, nicht zu schnell, Bruder! Gott. Ich hab so keinen Bock auf den Pixel Toad, ey. Wo ist der denn hier in dem Level, bitte? Bestimmt entweder am Ende oder am Anfang irgendwo. Hi, wie geht's dir so? Gerade war ich unter Druck. Flixibee, du nettest 5 Euro, 1 Cent. Danke für die ganzen schönen Let's Plays und geilen Momente. Zählt der jetzt auch dazu? Der Moment eben? War nämlich sehr, sehr, sehr anspannend. Hm? Achso. Ich dachte schon, der hat keinen Bock, der Pixel Toad. Guck mal gleich mal hier am Anfang, aber ich denke, am Ende ist er. Sie sollen es bloß nicht wagen, den irgendwo an so einer Ecke zu verstecken, wo man erstmal so einen Block wegmachen muss. Das will ich nicht sehen. Das will ich nicht sehen. Du kannst sprinten. Ja, habe ich ja gemacht. Das hier ist schon das Sprinten. Mehr kann er nicht. Der Rucksack, den er trägt, ist zu schwer. Boah, diese blöden weißen Balken da, die stören voll bei dem Level. Hier, der Scheiß da oben und da unten. Das stört... Oh, ich höre ihn. Ich höre ihn. Wo ist er denn? Oh, hier an der Ecke, oder? Ja. Aber gut, wenn man ihn so easy hört, dann geht's klar. Dann verzeih ich euch das, Nintendo. Lohnt sich das Spiel oder Donkey Kong lieber? Ja, safe Donkey Kong. Wenn du Donkey Kong noch nicht gespielt hast, dann safe Donkey Kong, Mann. Oh. Gruselhaus der vielen Türen. Wann kommt Pikmin 2? Ich denke auch Anfang nächsten Jahres. Das ist so ein gutes Januar-Februar-Spiel. Hol doch raus! Oh Gott. Idiot. Nein. Wo ist denn deine Rübe? Lass mich in Ruhe. Ey, sag mal, gibt's hier keine oder was? Okay, dann halt nicht. Ah, jetzt habe ich ihn trotzdem besiegen können. Okay, nice. Aber, wo komme ich weiter? Ach, das kann man bewegen. Ja, gut. Na dann. Oh, das war jetzt auch falsch. Nein, was nicht. Halt, 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 ich weiß schon, ich weiß schon. Das weg dann, dann kann man hier hinten weiter. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich blamier mich nur gerade. Aber ich mag diese Geisterlevel total. Bin ich ein großer Favorit von. Okay, das war richtig. Favorit? Fan. Ich bin ein großer Fan davon. So rum. Und nun? Soll ich runter? Buhus! No! Was? Halt! Löl! Als ob. Hallo, Gumbas, kommt her! Gumbas! Ja, jetzt nicht! Warte, 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 warte! Oh, ist das gemein? Das ist ja übelst gemein. Jetzt stehen sie richtig. Ja, komm, Attacke! Was? Nein! Warum komme ich denn jetzt da drüben raus? Okay, aber deswegen ist es ein Pilz. Ja, ja. Okay. Ah, von hier oben kann man es eh noch besser timen. Ich dachte, ich muss aus dieser blöden Tür rauskommen. Hey, hallo, komm zurück! Hey, ich hab Sushi. Mögt ihr kein Sushi? Oh! Ich hab Marios Achselhaare. Okay, jetzt. Steht also auf Achselhaare, ja? Alles klar. Dreckigen Gumbas. Ach so. Warte, hab ich da jetzt nicht irgendeine Passage vergessen? Wehe, ne? Ich will das Level nicht nochmal spielen.
Achso. Oh. Nur 4-mal berühren die Tippsteine. Ist das die Bonusaufgabe? Na, noch nicht, noch nicht. Na dann los. Sushi für Pilze? Naja. Warum nicht? Kann ja sein, dass sie es mögen. Die kommen ja alle hier aus Japan. Also 4-mal die Tipps. 4-mal? Um das Ziel zu erreichen. Aber den ersten muss ich, ne? Ja. Den muss ich zwingend. Den da eigentlich auch? Hey, das kann doch nicht sein. 4-mal? Wo komme ich raus, wenn ich die Tür jetzt sofort nehme? Da. Also ich muss schon wieder drücken. Ich dachte, der geht nach links. Shit! Aber hier ist alles eingezäunt. Also ich muss wirklich den da 2-mal drücken. Das geht nicht anders. So, und dann eben nicht den oberen, sondern den unteren. Den da. Warte, ist doch auch Schwachsinn, oder? What the fuck? Welche Dreckstür bringt mich darüber? Dann muss es die sein. Weil da lande ich oben. Ja, dann muss es die sein. Kommt die runter? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich check's nicht. Was? Okay. Ich kann mir höchstens eine Kombination vorstellen. Weil das geht ja nicht, ne? Nee, es geht nicht. Also rüber. Auch. So, und nun muss ich doch den rüberschieben und den rein. Aber dann habe ich nichts mehr frei. Ich komme allerdings nur so da. Was zum... Achso, dann war es dieses Ding. Ich glaube, ich muss es trotzdem rüberschieben, also es passt schon alles so. Eigentlich. Aber ich erreiche doch jetzt niemals das Ziel. Oder doch? Warte mal, was ist denn da? Da ist ja noch ein Goldpilz. Warum haben sie das nicht als Mission genommen? Ist eh viel cooler. Ja, jetzt bin ich durch. Okay. Na gut! Ultimate Facepalm. Ja, ja. Ist schon gut. Pixel Toad. Dafür finde ich den jetzt in 10 Sekunden. Nein, werde ich nicht. Wie lange er wohl brauchen wird. Ja, es war doch jetzt noch voll im Rahmen, Alter. Komm doch klar. So schlimm war es jetzt auch wieder nicht. So, der ist eh irgendeiner Wand. Warte, was war das gerade? War ja das schon da, der Lappen? Nein. Da. Hey, das waren doch sogar 10 Sekunden, oder? Hä? Waren es 10 Sekunden? Ich glaub schon. Ja, jetzt habe ich es euch gegeben.
Oh, wir haben das Boss-Level erreicht, wie es ausschaut. Sehr schön. Der Sternenexpress im Schneesturm. Oh yeah, das ist geil. Voll verschneit. Bei der Hitze draußen bin ich neidisch auf Toad. Oh. Die Zuglevel erinnern mich total an Paper Mario Color Splash. Aber es gab auch welche in Super Mario 3D World. Also wenn überhaupt, ist es natürlich an 3D World angelehnt. Ne, ist klar. Leute, ist die Bonusmission, lasst euch von keinem Shy Guy erwischen. Ja, oder? Damit ich auch schön zur Weißglut getrieben werde. Aber ist egal. Selbst wenn es so ist. Ich will jetzt erstmal alles mit den Edelsteinen komplettieren. Und den Rest danach. Ich mag Züge, ja. Ist es lastig von keinem Shy Guy erwischen? One-Up-Pilz finden. Oh, okay. Der Zugführer, oder was? Ja, bestimmt. Wie komme ich da rein? Wie komme ich zu dem Zugführer? Aber das gefällt mir schon mal besser, als lass dich von keinem Shy Guy erwischen. Ja, da ist er ja schon. Das wäre ein bisschen zu easy. Genau so ist es. Okay, wir können jetzt da dran ziehen. Ich überlege nur kurz, ob ich das tun möchte. Was passiert denn dann? Nicht, dass irgendwas passiert, was ich nicht will. Warte mal. Was ist dein Lieblingsspiel für Switch? Ja, Mario Odyssey und Zelda Breath of the Wild natürlich gleichermaßen. Aber ich mag auch den Donkey Kong Country Tropical Freeze Port auf jeden Fall. So, ist das jetzt klug, dass ich da nicht dran gezogen habe? Vielleicht ist das aber auch nur fürs One-Up zuständig. Ich habe halt gedacht, dass ich vielleicht einen Waggon oder so loslasse. Nee, dann ziehe ich da mal dran. Moment. Die Mucke ist nice. Ja! Das Spiel hat schon einen guten Soundtrack. Und es sieht jetzt natürlich auch nochmal hübscher aus als auf der Wii U. Schön in 1080p. So muss das sein. Ah, ist tatsächlich für den One-Up zuständig. Okay. Ja, dann. Nee, ich war übervorsichtig. Ne? Hätte ja auch sein können, dass hier irgendwas Doofes passiert. Dann mal rüber. Aber es ist eigentlich gar nicht so ein richtiges Boss-Level, fällt mir gerade auf. Weil ich glaube, hier gibt es keinen Kampf oder so. Es ist einfach nur so ein Abschluss. Aber ein gelungener. Okay, wieder so ein komisches Rätsel. Denkst du, es kommt bald eine Direct oder ist es zu früh? Nee, ist zu früh. Ist zu früh. Noch nicht. Ich denke, September. Anfang September. Spirit Tracks. Ja, stimmt. Also, wenn so ein Zug in einem Nintendo-Game vorkommt, muss ich auch manchmal dran denken. Ich mag aber auch diese Overworld-Mucke von Spirit Tracks. Ja, kurze Frage. Wie komme ich jetzt da an den Edelstein ran? Ich meine, ich kann es mit meiner Fähigkeit kaputt hauen, aber das wäre irgendwie cheaten. Gibt's hier einen Hammer? Ach, eine Spitzhacke! Es ist eine Spitzhacke, ich weiß. Erstmal mitlaufen mit dem Gesindel. Ah, ja! Na dann, nix wie rüber in den anderen Waggon. Alles kaputt hauen. Und den Rest noch töten, 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 töten. Yeah! Magst du Technik? Ja, an sich schon, aber ich bin jetzt auch kein Ultra-Experte. Yes. Was? Hab den letzten Zug verpasst, weil die Deutsche Bahn mal wieder Verspätung hatte. Da ist doch normal. Oh je! What's going on?
Fingo stiehlt nicht nur den Stern, sondern auch Captain Toad. Aber hey, eigentlich können wir froh sein, denn auf diese Weise gelangen wir zu Toadette. Nicht wahr? Was kommt da jetzt noch? Da beginnt jetzt schon das zweite Buch. Mission rettet Toadette. Ah, okay, jetzt kommt ein Bossfight. Aber erstmal ist der Pixel-Toad angesagt. Ich überlege gerade, ob ich den Boss noch machen soll. Wie geht's Nero? Ja, gut. Alles klar bei ihm. So, der Pixel-Toad ist zu 100.000% vorne an dem Schornstein. Wenn das nicht ist, muss ich die Flasche ächzen. Aber es ist nicht nur auf den Schornstein begrenzt. Also einfach auf den Zugkopf vorne. Aber er wird safe beim Zugkopf ganz vorne sein. Ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Ja, mach den Boss noch. Ja gut, dass ihr das sagt, ist mir klar. Ja, ich höre ihn schon. So, wo genau ist er denn? Ah, er steht ganz vorne und will Suizid begehen. Ganz ruhig. Nimm dir bitte professionelle Hilfe. Danke für deine tollen Videos, schreibt Miss Annie und donatet 3 Schweizer Franken. Danke dir dafür. Dann hatten wir hier noch den Hector's Shadow. 1 Euro. Bin schon fast 100% durch. Glückwunsch. Also durchgesuchtet am Wochenende, oder wie? Einen schönen Tag noch, schreibt Speedy Zeig. Mit 1 Euro. Dommy ist der Beste. Das war der Username. Donate 30 Euro und ich wollte dir nur mal Danke sagen für die geilen Videos jeden Tag. Grüße aus Österreich, Georg. Dankeschön, Georg, und Grüße nach Österreich. Game Lobby 1 Euro. Hi, Nintendo, bin seit deinem DKC1 Let's Play dabei. Ja, gehöre zu den ganz alten Hasen. Hast du dir die neuen Amiibo geholt? Perla und Marina. Nö, noch nicht. Sind die schon draußen? Wenn, dann müsste ich sie mal holen. Weil ich glaube, die haben mir optisch gut gefallen. Also vor allem Marina natürlich. Ja. Dann mach mal den Boss noch, komm. Mission rettet Toadette. Vingos Wachturm. Fight time. Toadette. Du böses Mistvieh, lass ihn in Ruhe. Okay, krasse Musik auf jeden Fall schon mal. Was musste man hier nochmal machen? Also auf alle Fälle den Tower rauf. Weil ich glaube, vorher kann man dem keinen Schaden machen. Was zur Hölle ist hier eigentlich die Bonusaufgabe? Wow, chill mal. Oder kann ich das Vieh doch schon jetzt treffen? Ja doch. Also zumindest war das gerade ein Treffer. Ich weiß nur nicht, ob's Wingo überhaupt gejuckt hat. Ah, durch diesen Flügelschlag bewegen sich manche Blöcke. Ja doch, ich kann auf jeden Fall schon mal treffen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es wirklich Damage macht. Das bricht höchstens die Attacke ab, aber mehr auch nicht. Okay, dann ziehen wir mal an den ganzen Schaltern. Hier gibt's Fettkohle. Mehr als durch Google auf jeden Fall. Da. Ah, auch ein Edelstein, okay. Der erste. Das ist jetzt alles ganz easy, aber das wird sich bestimmt noch ändern. Sammel 70 Münzen ist die Mission. Oh Gott. Ja gut, da bin ich ja wenigstens schon dabei. Ich habe jetzt 51. Das sollten wir eigentlich hinkriegen, oder? Ja, auf jeden Fall. Mach mal Flügelschlag. Danke.
dürfen uns halt bloß nicht runterwirbeln lassen. Das wäre doof. Oh, und ich darf die, Gemüsesorten nicht ins Niemandsland schmeißen. Scheiße! Wow! Weil dann kriege ich keine Münzen, wenn ich die ins Nichts schmeiße. Boah, war das gerade knapp! Bin zwar runtergefallen, aber lebe noch und hab mir den Weg geebnet. Also passt schon. Was? Wann kommt die 201-Euro-Donation? Was? Es gab keine. War ja auch zu krank. Ach so, oder meinst du den Top-Donator? Den Schauger. Das hat er gestern gemacht, der Freak. Aber mit mehreren kleinen, weil das wird zusammengezählt. Also bei Octopath kam das gestern. Schauger, falls du da bist, schönen Gruß, ne? Hey, ich sehe gar nichts. Ach so. Ja, so ist das gedacht. Moment, muss ich jetzt nicht hier oben durch die Höhle? Ja. Aber wir hängen uns an diese Seite, weil dann können wir nicht runterfallen. Jan, du nettet 1 Euro. Danke, Jan. So, genau. Jetzt warten, bis er wieder chillt. Kann ich den Angriff auch so abbrechen? Nein. Das wäre aber auch übelst OP. Es ist gut, dass es nicht geht. Wait. Ich... Was? Nein, das ist der Rückweg. Laber nicht. Oder... Moment mal. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ah, fuck! Hey, was habe ich denn da verkackt? Wieso komme ich denn da nicht drauf? Weder zum zweiten noch zum dritten Edenstein. Sag aber bitte nicht, ich hätte die Schalter in einer anderen Reihenfolge machen müssen. Kann ich die Sachen noch bekommen? Also habe ich gerade einfach nur ein Blackout oder was ist da los? Aber da tut sich ja nichts. Ich komme da nicht mehr hin. Ich glaube nicht, dass es noch geht. Oder warte, kann man... Das siehst du nicht! Das sieht man doch gar nicht! Oh, okay! Ich kann die Kamera halt auch nicht weiter rauf machen. Das ist das Maximum, mehr geht nicht. Na gut. Das hätte man noch etwas verdeutlichen können. So, das hier ist jetzt eigentlich kein Problem. Ich glaube, ich kann das. Ja, genau. Ich kann das rüber und dann raufkommen. Jo, okay. Jetzt passt es. Alter. Wir haben auch die nötigen Münzen. So, jetzt müssen wir noch das Battle gewinnen. Let's fight! Pauli, Nico, Sebus, danke für 1 Euro. Oh, hast du hier viel Cash? Ist das eine Simulation von Unge oder was ist denn los? Spaß. Nur ein Joke. What? Was ist denn hier los? Das habe ich nicht gecheckt. Ich bin erledigt. OMG. OMG. Warte, lass ihn erstmal sich porten. Der hat 3 Leben, oder? Oder sie, es ist ja eine Frau. Oh, aber wir können jetzt Druck machen, wir können Druck machen. Nein! Kann ich einen Pilz noch spawnen vielleicht? Ah, okay, jetzt muss ich alles abrufen. Jetzt muss ich alles abrufen, sonst sind wir down. Da habe ich Schutz, wenn ich wenigstens dieses dicke Teil da trage. Bitte sag mir, dass ich Schutz habe. Was? Das war kein Hit! Nee!
Never. Never. Oh, komm, einmal noch. Einfach verpufft, alles klar. Alles. Lieber, du bist schon tot? Lel, ein Pilz! Danke, Nintendo-Gott. Aber nicht runterfallen lassen, sonst bin ich... down. Nicht ziehen, du Lappen, du sollst rennen! Kill ihn, kill ihn! Yo! Oh mein Gott, ich habe so schlecht begonnen. Dieser Vogel könnte Kameks Haustier sein. Stimmt, weil wenn er sich... Oh, ein bisschen fett geworden, ne? Grüße an den Rainer. Wenn der Vogel sich portet, dann kommen auch diese komischen Zauberzeichen wie bei Kamek. Das wird spannend. Oh ja, das war übel spannend, Alter. Pilz kommt nach dem zweiten Hit. Das konnte ich nicht lesen. Ich habe mich komplett drauf konzentriert, hier das noch irgendwie gerade zu biegen. Und Toadette, ich hoffe, dir geht's gut. Was macht der da? Der leckt irgendwie ihre... Weißt schon was? Du musst von der Klippe springen. Genau, genau. Auf jeden Fall, Junge. Puh. Toadette ist der Nintendo-Gott. Vielleicht? Wie Peach hat sie mir den Pilz zugeschmissen. Also wie Peach aus Mario World beispielsweise. Yo, wir sind durch! Das Ending! Kleiner Spoiler! Es geht noch weiter! Kalmont hat aber auch das beste Leben mit dem ganzen Essen. Ja, Manni hat da auch genug, also... Bei ihm läuft es. Oh Gott, schnell den Stream beenden. Ja. War bis jetzt schon ziemlich spaßig. Aber würde das Spiel tatsächlich hier enden... Glaube ich, wäre es echt lächerlich. Also dann wäre es viel zu kurz. Ich meine, es kostet 40 Euro. Und wäre es das schon gewesen, wäre das echt traurig. Aber wie gesagt, es kommen noch Level. Die Entwickler wollen uns nur verarschen. Warum fahren Toad und Toadette eigentlich mit einem Minecart zurück? Haben die denn nichts von Donkey Kong gelernt? Gewagt. Ja, sicher. Dann machen sie so einen Stunt auch noch. Na klar. Ende. Mhm. Es ist eine Lüge! Haben wir jetzt eigentlich die Odyssey-Level freigeschaltet? Aber ich frage mich schon die ganze Zeit, wann die storytechnisch freigespielt werden. Hey, was mit dem Pixeltoad? Episode 2 ist nun verfügbar. Juhei. Wie gesagt, es ist noch nicht vorbei. Aber bevor ich den Stream beende, werde ich jetzt noch beim Boss-Level den Pixeltoad suchen. Das muss schon noch sein. Der Stream ist heute zwar ein bisschen länger geworden als geplant. Na, wobei. Nee, warte, wir haben jetzt erst eine Stunde? Ernsthaft? Mir vor wie eineinhalb. Na dann. LOL, ich sehe ihn sogar schon. Da in der Box. Muss man gar nicht suchen. Das Intro zeigt es einem schon. Du hattest gesagt, dass das Spiel recht kurz ist, aber nur drei Parts. Nein, wie gesagt, es geht noch weiter. Und ich mache im Stream natürlich auch deutlich mehr, als ich in normalen Let's Play Parts machen würde. Da geht halt einfach mehr. Wann ist die Boxen? Nee, weiter oben.
Es sind schon mehr als 3 Parts. Ich glaube, bei meinem Original-LP, damals habe ich 26 Parts oder so gebraucht. Ungefähr auf jeden Fall. Die waren aber auch nur 20 Minuten lang. Und da ist er. Und da waren die Pixel-Toads noch nicht mit drin. Weil die waren ja noch nicht von Anfang an verfügbar. Die wurden erst nachgepatcht. Machst du noch Level mit Zeitvorgabe? Nee, das ist nicht mein Ding. Das ist nicht so mein Ding. Aber Episode 2 ist mein Ding. Da habe ich Bock drauf und das machen wir ab dem nächsten Mal. Ist noch hier was noch reingekommen ist? Maya hat 1 Euro donated. Hey, ich wollte dir einfach mal sagen, wie toll ich es finde, zu welch einer Größe du gekommen bist. Bleib, wie du bist und vielen Dank dafür, dass du mich 2 Wochen lang im Krankenhaus unterhalten hast. Das heißt, du bist wieder draußen. Das freut mich auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Gesundheit. Und ansonsten noch viel Spaß. Vitus 201. Huch. Ja, gönnt euch den Screen. Vito 201, redet 1 Euro. Bin seitdem du 3000 Abos dabei hast, schon hier. Und Mike Place fragt, hast du Discord? Und wenn ja, kann man mit dir reden. Ich habe keinen Discord, nein. Hector's Shadow, du redet 1 Euro. Bin schon fast bei 100% durch. Achso, da hatten wir schon. Okay, ja, dann sind wir jetzt durch. War ein cooler Stream, auch wenn er kürzer war, als ich dachte. Wobei so eine Stunde, finde ich, ist eigentlich optimal. Und ja, nächstes Mal dann Episode 2. Bis dann, Leute. Ciao.